Kinder, willkommen zur heutigen Chorprobe. Auf Wiederhören, dein Licht ist da. Freu dich, ja, freu dich, denn Gott ist nah. Und ihr habt hoffentlich schon mitgesungen. Wenn ihr noch nicht mitgesungen habt, jetzt ist Möglichkeit dazu. Und auf Wiederhören, dein Licht ist da. Kleines Spiel. Jedes Mal, wenn ich auf euch zeige, dann sagt ihr einfach das fehlende Wort. Auf Wirte, dein Licht ist. Freu dich, ja, freu dich, denn Gott ist. Ja, sehr gut. Wir probieren das gleich nochmal, das Spiel. Machen wir es etwas schwieriger, das Spiel. Auf Wirte, hell dein ist da, freu dich, ja, freu dich, denn ist nah. Super, ich glaube, ihr macht das ganz gut. Und jetzt nochmal einmal aufstehen dazu und kräftig mitsingen. Ich glaube, ich setze mich lieber dazu wieder hin ans Klavier, dann kann ich besser Klavier spielen. Auf Wiederhören, dein Licht ist da. Wir haben den Kehrvers schon kennengelernt von Auf werde hell. Heute lernen wir die erste Strophe. Da geht es um die Mutlosen. Sagt zu den Mutlosen, fürchtet euch nicht. Gott selbst wird kommen als unser Licht. Ich singe es einmal vor. Sagt zu den Mutlosen, fürchtet euch nicht. Gott selbst wird kommen. Ihr einmal mitsingen. Sagt zu den Mutlosen, fürchtet euch nicht. Gott selbst wird kommen als unser Licht. Auf Wiederhören, dein Licht ist da. Freu dich, ja, freu dich, denn Gott ist nah. In der zweiten Strophe geht es um die Dunkelheit in der Winterzeit, die Gott durchbricht. Alle die Finsternis, die uns so quält, er nimmt sie auf sich, er hat uns erwählt. Alle die Finsternis, die uns so quält, er nimmt sie auf sich, er hat uns erwählt. Und gleich nochmal. Alle die Finsternis, die uns so quält, er nimmt sie auf sich, er hat uns erwählt. Auf ihre Hände, dein Licht ist da. Freu dich, ja, freu dich, denn Gott ist nah. Eine Vierte ging spazieren, wollte einmal eine Achtel werden. Achtel, Nutte, Mädel, na, das ist nicht schwer, dazu musst du dich teilen. Anzuschauen, da geht es um ein Instrument. Und dieses Instrument, das steht in der Kirche auf der Empore. Dieses Instrument heißt Orgel. Da gibt es ganz viele Pfeifen, das sind diese silbernen Röhren. In unserer Pfarrkirche, wo der Kinderchor immer singt, gibt es eine Orgel mit 3600 Pfeifen. Und wer Lust hat, mehr über Orgeln zu lernen, der soll einfach das Video mit Fräulein Tönchens Koffer oder Fräulein Tönchens Musikkoffer anschauen. Da schicke ich einen Link mit.
Dabei viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Goodbye.